Hallo alle zusammen. Die Frage nach dem außerirdischen Leben ist eine, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt. Bis heute ist keine zufriedenstellende Antwort darauf gefunden worden. Immerhin ist man seit einigen Jahrzehnten in der Lage, wissenschaftliche Verfahren, die in der Vergangenheit entwickelt wurden, auf Exoplaneten anzuwenden. Exoplaneten sind Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems um andere Sterne kreisen. Heute sind ca. 3000 dieser Exoplaneten bekannt und es werden jeden Tag weitere entdeckt. Aber wie kann man letztlich Aussagen darüber treffen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich auf einem solchen Planeten tatsächlich mal Leben entwickeln wird? Darum soll es im heutigen Video gehen. Es geht heute um die Zustandsgrößen von Exoplaneten. Denn wenn man tatsächlich Aussagen darüber treffen möchte, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben auf einem Exoplaneten entsteht, dann muss man ihn natürlich vorher detailliert untersucht haben. Und es gibt einige physikalische Parameter bei diesen Exoplaneten, die für eine Beurteilung der Frage von unerlässlicher Wichtigkeit sind. Wie fängt man denn da an? Ich hatte in einem vorherigen Video bereits erklärt, wie Exoplaneten entdeckt werden. Ja, die Detektierung dieser Exoplaneten ist schön und gut und zwangsläufig erforderlich, damit man auch etwas über die statistische Wahrscheinlichkeit sagen kann, mit der sich dann am Ende Leben entwickeln wird. Aber allein die Detektierung, die Entdeckung eines Planeten, verrät uns ja noch nichts über seine Zustandsgrößen. Die gilt es in einzelnen Verfahren separat zu ermitteln. Und erst wenn genügend dieser Zustandsgrößen ermittelt wurden, kann man sich ein großes kollektives Bild machen, und tatsächlich auch mal eine Aussage über den Planeten als Ganzes treffen. Vorher muss aber eine Vorarbeit geleistet werden und die besteht in folgendem Schema. Zur Detektierung eines Exoplaneten kann man unterschiedliche Methoden verwenden. Die hatte ich in dem Video wie bereits schon erklärt. Eine Möglichkeit ist die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode. Wir stellen uns jetzt den physikalischen Kontext konkret vor. Wir haben einen Stern und einen Planeten. Der Stern ist sehr, sehr viel massereicher als der Planet, was am Ende dazu führt, dass der Planet seinen Stern umkreist. Genauso wie es in unserem Sonnensystem mit den Planeten und der Sonne der Fall ist. Der Stern ist immer der massereichste Körper im gesamten System und auch derjenige, der aus eigener Quelle strahlt. Das wird gleich noch wichtig werden, weil Strahlung bei der Detektierung von Exoplaneten und der Bestimmung der Zustandsgrößen eine unerlässlich wichtige Rolle spielt, wie sonst auch in der Astrophysik. Kommen wir zurück zum Thema. Die Detektierung eines Exoplaneten kann mit der Radialgeschwindigkeitsmethode erfolgen und im physikalischen Kontext haben wir es dann damit zu tun, dass ein massereicher Stern existiert und ein masseärmerer Planet. Dieser Planet umkreist seinen Stern und während er seinen Stern umläuft, zieht der Stern am Planeten. Gleichzeitig zieht der Planet aber auch an seinem Stern. Letztlich üben beide also bedingt durch ihre Masse und ihre Gravitationsfelder einen Einfluss aufeinander aus. Und dann muss man berücksichtigen, dass der Einfluss des Sterns auf den Planeten natürlich wesentlich größer ist als der Einfluss, den der Planet auf seinen Stern ausübt. Die Massendifferenz, die macht es eben, wie so oft im Universum. Nun ist es so, dass der Stern von seinem Planeten ein bisschen angezogen wird. Das ist eben die Schwerkraft. Jetzt kann es abhängig davon, wie viel Masse dieser Planet hat, dazu kommen, dass der Stern stark aus seiner Ebene gerät oder eben nur schwach aus seiner Ebene gerät, abhängig davon, wie viel Masse der Planet besitzt. Die Radialgeschwindigkeitsmethode bedient sich dabei nun der spektroskopischen Vermessung des Sternlichts. Wenn man nämlich das Licht des Sterns in einen Spektrographen fallen lässt, das heißt ein optisches Gitter oder ein Prisma, dann wird das Licht des Sterns aufgespalten. Man kriegt auf diese Art ein Spektrum. Im Spektrum erhält man charakteristische Absorptions- und Emissionslinien, die etwas über die Zusammensetzung des Sterns selber verraten. Gleichzeitig verraten aber die Verschiebungen dieser Linien im Spektrum etwas darüber, ob sich diese Quelle, in dem Fall der Stern, auf uns zubewegt oder sich von uns entfernt. Ihr seid jetzt der irdische Beobachter. Also jetzt kommt hier der Stern auf euch zu. Die Linien im Spektrum des Sterns sind dann blau verschoben. Wenn sich der Stern wieder von euch entfernt, werden die Linien rot verschoben. Warum sollte sich der Stern denn jetzt entfernen, dann wieder näher kommen, wieder entfernen, wieder näher kommen? Naja, weil der Planet mit seiner Schwerkraft am Stern zieht und ihn deswegen immer ein bisschen aus seiner Gleichgewichtsbahn bringt.
Man kann es sich also so vorstellen, wenn das der Stern ist, dass der Planet immer ein bisschen in die Richtung zieht, in der er gerade ist. Und dann führt der Stern minimal, man muss es sehr, sehr genau messen, aber man kann es messen, diese Bewegung des Planeten mit. Und das zeigt sich im Spektrum. Und es zeigt sich im Spektrum, wie stark diese Differenzverschiebung ist. Und die Stärke der Differenzverschiebung der Spektrallinien gibt genauen Aufschluss darüber, wie viel Masse ein extrasolarer Planet besitzt. Die Masse kann also mit der Radialgeschwindigkeitsmethode ermittelt werden. Naja, das ist nur leider nicht alles. Was ist zum Beispiel mit dem Radius des Planeten? Der ist unerlässlich wichtig, weil, wenn man tatsächlich etwas über den Planeten selber erfahren möchte, dann muss man seine Dichte kennen. Und ein Dichteprofil, um ein Dichteprofil erstellen zu können, muss man etwas über das Verhältnis von Masse und Radius wissen. Die Dichte ist nämlich im Allgemeinen klassisch durch folgende Formel formuliert. Rho ist gleich m geteilt durch v. Und was ist jetzt mit dem v? V ist das Volumen. Das Volumen, das der Planet hat. Das Volumen einer Kugel ist wiederum v gleich 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Das sind nur Konstanten bis auf den Radius R. Wenn der Radius R des Planeten bekannt ist und seine Masse, dann kann man tatsächlich auch seine Dichte ermitteln. Und wenn man seine Dichte ermittelt hat, dann hat man im Grunde die wesentlichen Kerngrößen bereits bestimmt. Nur das muss erst einmal passieren. Die Masse erhält man zwar über die Radialgeschwindigkeitsmethode, aber wie kommt man nun an den Radius des Planeten dran, der zur Bestimmung eines Dichteprofils tatsächlich auch notwendig ist? Naja, zum Glück gibt es nicht nur die Radialgeschwindigkeitsmethode als Verfahren, um Exoplaneten zu detektieren und zu vermessen. Neben der Radialgeschwindigkeitsmethode ist die Transitmethode eine der weiteren sehr bekannten. Bei der Transitmethode macht man sich eine geometrische Konstellation zunutze, die es zeitlich gibt zwischen uns, dem Stern und dem Planeten. Stellen wir uns vor, dass ihr der irdische Beobachter seid und gerade auf einen Stern am Nachthimmel guckt. Wir stellen uns jetzt vereinfacht vor, dass dieser Stern dann eine Kugelsymmetrie hat, auch wenn das aussieht wie ein Ei. Der Planet umkreist seinen Stern. Und wichtig zu wissen ist, hier sind natürlich die Maßstäbe nicht zu gebrauchen, das ist nicht maßstabsgetreu. Der Planet wäre in Wirklichkeit viel, viel kleiner. Der Planet umläuft seinen Stern. So kann es gelegentlich passieren, dass sich der Planet, in diesem Fall P, für uns sichtbar, ihr seid ja gerade irdische Beobachter und guckt mit eurem Teleskop auf diesen Stern. Es kann passieren, dass wenn wir auf die Bahnebene des Systems gucken, also wenn diese geometrische Konstellation gegeben ist, was in der Realität natürlich leider nicht immer der Fall ist, aber häufig eben schon, dann kann es passieren, dass sich der Planet für unsichtbar vor den Stern schiebt. Und was passiert dann mit dem Licht des Sterns? Na, das Licht des Sterns wird natürlich abgeblockt durch den Planeten. Da schiebt sich dann ein schwarzer Punkt vor. Genauso wie man es vom Venustransit 2012 auch noch kannte. Da gibt es auch die guten Bilder. Übrigens werden wir den nächsten Venustransit sehr wahrscheinlich nicht mehr erleben, also wäre schon ein Wunder. Der Merkurtransit hingegen, ich glaube, der kommt 2019 neuer, bin mir nicht ganz sicher. Da wird sich also auch Merkur für uns von der Erde aus sichtbar vor die Sonnenscheibe schieben und das Sonnenlicht ein bisschen abschwächen. Nun, wenn man genaue Instrumente hat, mit denen man das detektieren kann, dann kann man natürlich bei jedem beliebigen Stern in der Milchstraße die Strahlungsintensität über einen bestimmten Zeitraum messen. Und anschließend kann man feststellen, dass man also, wenn man eine Intensität gegenüber der Zeitkurve macht, also die Zeit ist ja immer auf der X-Achse und hier hat man dann die Intensität des Sternlichts, dann kann man praktisch bei einem solchen Transit sehen, dass die Intensität langsam abfällt, dann einen niedrigsten Punkt erreicht und dann wieder langsam ansteigt. Und das hätte man jetzt eigentlich, wenn es jetzt echt wie ein Profi gewesen wäre, hätte man es noch direkt hier vorzeichnen können, dann hätte man das quasi deckungsgleich gehabt. Also der Planet kommt an seinen Stern, an diesem Punkt hier unten berührt er die Sternscheibe, die Intensität des Sternlichts nimmt ab, weil ein Teil des Sternlichts vom Planet abgeblockt wird. Jetzt rede ich da sehr lange wieder um den heißen Brei herum. Warum ist das überhaupt wichtig, diese Transitmethode? Nun, die Stärke der Abblockung des Sternlichts, beziehungsweise ein Maß für diesen Einschnitt in der Kurve, abhängig davon, wie stark die Intensität an der Stelle abfällt, ist es natürlich möglich,
die Größe des Planeten genau zurück zu ermitteln. Gleichzeitig hat man hier einen interessanten Mechanismus, den man in den Keplerschen Gesetzen bereits kennt, dass nämlich der Fahrspalt des Planeten in gleichen Zeiten gleiche Flächen verstreicht. Mit anderen Worten, abhängig davon, wie nah der Planet seinen Stern ist, ist dieser Transit entweder sehr schnell oder eher langsam. Denn wenn sich der Planet näher an seinem Stern befindet, dann wirkt das Schwerkraftfeld des Sterns auf den Planeten stärker. Jetzt seid ihr wieder der irdische Beobachter, das ist der Stern, hier kommt der Planet, das kleine Stück ist der Planet. Wenn der Planet jetzt nah an seinem Stern ist, dann ist die Umlaufzeit insgesamt kürzer. Folglich wird sich natürlich auch ein Transit insgesamt schneller vollziehen als bei Planeten, die sich vom Stern weiter entfernt befinden. Also dann würde es vielleicht so laufen. Und wenn der Planet näher an seinem Stern wäre, würde er bereits so schnell laufen. Und dadurch variiert die Dauer des Transits, aus der die Entfernung vom Planeten zum Zentralgestirn präzise ermittelt werden kann. Und dann hat man gleichzeitig noch neben der Entfernung und der Masse, die wir ja bereits durch die Radialgeschwindigkeitsmethode kennengelernt haben, die Möglichkeit, die Größe des Planeten zu bestimmen. Denn abhängig davon, wie viel Sternenlicht abgeblockt wird, ist ja klar, also so ein Planet zum Beispiel, den ich jetzt hier einzeichne, der blockt natürlich deutlich weniger Sternlicht ab als so ein Planet. Und dann kann man also zurückrechnen von dem Maß des Intensitätsabfalls in der Lichtkurve, wie groß ist dieser Planet. Auf diese Art kommt man auf die entscheidenden Kerngrößen, Masse, Radius und damit auch auf die Dichte. Ja, was ist jetzt nun entscheidend? Nun entscheidend ist natürlich, dass man bei Bestimmung von Masse und Radius und der gleichzeitigen Kenntnis der Dichte, die daraus resultiert, sagen kann, um welchen Planetentypus es sich handelt. Denn die Gesteinsplaneten, die haben natürlich eine wesentlich größere Dichte als die Gasplaneten. Und so kann man dann, wenn man die Dichte eines Planeten exakt ermittelt hat, genau sagen, hier handelt es sich um einen Gasplaneten, wenn die Dichte eher gering ist, oder um einen Gesteinsplaneten, wenn die Dichte groß ist. Gleichzeitig ist es natürlich möglich, auf der Erde im Labor genau nachzuverfolgen, welche Stoffe besitzen welche Dichten. Man kann bei jedem Element die Dichte ganz genau bestimmen. Schließlich kann man dann bei einer Ermittlung der Dichte eines Planeten feststellen, welche Elemente dort eigentlich vertreten sind. Neben der eigentlichen spektroskopischen Analyse, die darauf hinausläuft, dass man das Sternenlicht und das Licht der Atmosphäre des Planeten in einen Spektrographen fallen lassen kann und ein Spektrum entsteht, gibt es neben diesem spektroskopischen Verfahren auch noch die Möglichkeit, im Grunde Literaturwerte zu vergleichen, indem man also die Dichte eines Planeten exakt ermittelt und dann in den Literaturwerken nachschlägt, welcher Stoff besitzt denn die Dichte, die wir bei diesem Planeten da über diese Verfahren ermittelt haben. Nur bei Masse, Radius und Dichte weiß man bereits sehr viel über den Planeten. Eine Sache, die aber noch wichtig ist zur Beurteilung von außerirdischem Leben, ist aber die Frage der Temperatur. Ist es heiß? Ist es kalt? Nun, physikalisch betrachtet ist es so, dass ein physikalischer Körper innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine sogenannte Gleichgewichtstemperatur, dass sie sich einstellt auf seiner Oberfläche. Diese Gleichgewichtstemperatur trifft natürlich wieder Idealannahmen oder vereinfachte Annahmen, die erfüllt sein müssen, damit die Temperatur auch ermittelt werden kann. Ich schreibe aber die Formel für diese Temperatur mal hin. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert. Also die Gleichgewichtstemperatur eines Planeten, die sich nach einer gewissen Zeit einstellt, ohne weitere externe Einflüsse, die beträgt gleich so ein Wurzelausdruck 1 minus einen griechischen Buchstaben, dessen Namen ich aber nicht genau kenne. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie das genau geschrieben wird. Genau so lief das irgendwie. Dann hat man 16 Pi t Quadrat und diesen Ausdruck. Und das ist die Gleichgewichtstemperatur eines Planeten. Letztlich steht da nicht so viel Besonderes drin. 16 Pi ist eine Konstante, das ist die Stefan-Boltzmann-Konstante. Wir haben hier aber den Abstand des Planeten zum Zentralgestirn, der immerhin mit dem Quadrat eingeht, aber auch im Nenner steht. Dann hat man die Leuchtkraft, die der Stern hat, und hier noch so etwas wie ein Rückstrahlvermögen. Also wie viel Licht von dem, was auf dem Planeten drauf fällt, wird auch vom Planeten absorbiert, also aufgenommen, und was wird wieder reflektiert. Entscheidend zur Beurteilung dieser Größe
des sogenannten Albedos ist also die Ermittlung des Rückstrahlvermögens des Planeten. Der Albedo, also mit anderen Worten das Rückstrahlvermögen des Planeten, muss erst einmal ermittelt werden. Und eine Sache ist klar, wenn der Planet weiß ist, dann ist das Rückstrahlvermögen bei nahezu 100%. Denn weiß absorbiert überhaupt nichts, aber reflektiert extrem viel, wohingegen schwarze Oberflächen von Planeten zum Beispiel zu einem sehr, sehr hohen Absorptionsgrad führen würden. Und deswegen muss bei einer Ermittlung der Temperatur eines Planeten natürlich auch dieser Faktor berücksichtigt werden, der im Grunde über das Verhältnis von Emission oder von Reflexion, ist nicht Emission, Reflexion, also der Abstrahlung von Wärme von der Planetenoberfläche und der gleichzeitigen Absorption bestimmt. Das Verhältnis von Reflexion und Absorption steckt also in dieser Größe drin. Was nimmt der Planet auf? Wie viel Wärme strahlt der Planet wieder ab? Das steckt alles in dieser Größe, die erst einmal ermittelt werden muss. Aber dann kommt man auf eine Temperatur. Und zur Kenntnis der Temperatur braucht man also den Abstand des Planeten zum Zentralgestirn. Der steckt nah in der Transitmethode, denn abhängig davon, wie schnell sich ein solcher Transit vollzieht, ist der Planet entweder näher am Stern dran oder weiter weg, wenn der Transit länger dauert. Dann hat man die Leuchtkraft des Sterns, die wiederum was mit Sternphysik zu tun hat und in einem anderen Video separat behandelt wurde. Und eben andere Konstanten, 4, 1, 16 Pi und Sigma, sind alles Konstanten, konstante Zahlen, die danach eingesetzt werden müssen. Tja, so hat man schon eine ganze Menge ermittelt. Und dann gibt es natürlich noch andere Sachen, die auch für die Beurteilung der Frage, kann da wirklich Leben entstehen, wichtig sind. Erstens, die chemische Zusammensetzung des Planeten ist natürlich ganz wichtig. Was macht man da? Nun, wir haben wieder den Fall des Transits vor uns. Das Licht des Sterns fällt auf die Erde, das ist der Stern. Der Planet kommt und hat eine Atmosphäre, die wir uns jetzt mal vorstellen können. Die Atmosphäre des Planeten, die ich jetzt mal etwas übertrieben einzeichne und hier mit A kennzeichne, die ist wahrscheinlich auch schwach nur zu sehen. Das soll die Atmosphäre des Planeten sein. Es ist aber klar, dass wenn der Planet vor seinem Stern vorbeizieht, dass ein Teil des Sternenlichts auch durch die Atmosphäre hindurchfällt auf dem Weg zu uns. Wenn man jetzt ein Spektrum des Sterns macht im Normallicht ohne Transit, also quasi wo der Planet nicht vor seinem Stern ist, hat man ein Spektrum mit Absorptions- und Emissionslinien, die für den Stern charakteristisch sind. Wenn jetzt der Planet kommt und sich vor seinen Stern schiebt, dann hat man aber gleichzeitig jetzt auch noch die Absorptions- und Emissionslinien der Planetenatmosphäre mit im Sternspektrum drin. Denn das Licht des Sterns fällt durch diese Atmosphäre des Planeten auf dem Weg zu uns damit durch. Dann kann man das am Ende im Labor genau ermitteln. Und auf diese Art kann man natürlich dann neben der Dichtebestimmung auch spektroskopisch etwas über die Zusammensetzung eines Exoplaneten lernen. Allerdings nur, wenn diese Radialgeschwindigkeitsmethode und die Transitmethode, die nur zwei mögliche Detektionsverfahren sind von ganz, ganz vielen anderen, funktionieren. Also nur dann, wenn das funktioniert, dann kann man hier tatsächlich auf diese Art Physik betreiben. Na, eine Sache haben wir noch vergessen, die Zusammensetzung des Planeten. Das macht man über die Transitmethode. Ja, und dann gibt es noch so etwas wie die Bahnexzentrizität. Die Bahnexzentrizität. Und die Bahnexzentrizität sagt etwas darüber aus, wie der Abstand des Planeten zu seinem Stern variiert. Die Planetenbahn, das wusste ja schon Kepler, erstes keplerisches Gesetz, die Planetenbahn beschreiben Ellipsen. In einem der beiden Brennpunkte steht immer die Sonne. Aber alle Planetenbahnen sind Ellipsen. Es gibt keine Planetenbahn, die wie ein Kreis ist. Deswegen ist der Planet seinem Stern manchmal näher und manchmal ist er weiter weg. So, und jetzt ist natürlich wichtig, sind diese Differenzen zwischen sogenannten Aphel und Perihel. Perihel heißt, der Planet ist seinem Stern da am allernächsten. Und der Aphel, da ist der Planet am allerweitesten vom Stern entfernt. Sind diese Schwankungen so erheblich, dass sie auf diesen Faktor rückwirken, bedeutet hier, der Faktor D ist damit variabel. Also der Planet ist in unterschiedlichen Abständen zu seinem Zentralgestirn. Wenn der Planet näher am Stern ist, ist es heißer. Wenn der Planet weiter weg vom Stern ist, ist es kühler. So, und wenn diese Schwankungen tatsächlich sehr extrem sind, kann sich das natürlich auch auf die klimatischen Verhältnisse des Planeten auswirken. Deswegen ist auch die Berücksichtigung der Exzentrizität entscheidend. Das macht man aber über sehr komplizierte Verfahren, wo es so um Phasenmodulation geht und in den Lichtkurven genauer herumgerechnet werden muss. Das ist viel Computerarbeit. Naja, ich glaube, das reicht doch erstmal für heute. Das war ja wieder viel.
was ich jetzt erzählt habe, Masse, Radius, Dichte, Temperatur, gibt natürlich noch andere Größen bei einem Planeten, aber das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Ich denke, das reicht aber auch an Informationen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder.